oben einen Link oder fast immer oben einen Link sehen, der auf eine Seite verweist, in der Sie mehr erfahren können über das Thema, zu dem wir gerade referieren. Und unten in der Leiste sehen Sie immer einen jetzt noch sehr grauen Balken, der im Laufe des Vortrags immer grüner wird. Der zeigt Ihnen, in welchem Fortschritt wir in dieser Präsentation sind, damit Sie ein bisschen erahnen können, wie lange dauert denn der Abend hier noch. Was wir letzte Woche gemerkt haben, es kamen sehr, sehr viele Fragen zum individuellen Stand der Immatrikulation und zur individuellen Stundenplanerstellung. Und da müssen wir leider sagen, können wir keine Informationen heute Abend geben. Das ist da nicht das richtige Forum für. Da müssten Sie, wie, am Ende werden wir auch noch auf weitere Service- und Beratungseinrichtungen hinweisen, an die Sie sich wenden können. Und ab dem 20. Oktober gibt es dann auch fachspezifische Einführungsveranstaltungen an Ihrem Institut oder Ihrem Fachbereich, wo Sie ja, weiteres herausfinden können. Auch wenn Sie den Link jetzt oben links nutzen, dort finden Sie eine Übersicht von erstmal verschiedenen Tools, auf die wir auch gleich noch eingehen, aber auch einen Link zu diesen fachspezifischen Einführungsveranstaltungen. Dann haben viele von Ihnen ja schon reichlich Gebrauch davon gemacht. Es gibt auf der rechten Seite wahrscheinlich bei Ihnen rechts unten einen Bereich Fragen und Antworten. Und über diesen Bereich können Sie gerne Fragen stellen. Während mein Kollege Sajjad den nächsten Teil vorstellt, werden Sophia und ich Fragen beantworten und wir wechseln uns dann mit dem Vortragen aber auch ab, sodass es ja, dass wir immer zwei Leute beantworten Fragen und eine Person wird die Präsentation halten. Von daher bis später und ich bitte jetzt Sajjad übernehmen. Also ich höre dich nicht, Sajjad. Ich weiß nicht, Sophia, wie geht's dir? Nee, ich höre dich nicht, Sajjad. Tut mir leid. Das zieht sich heute fort. Ich weiß ja nicht, ob ich besser zu hören bin jetzt für die Teilnehmenden. Noch mittlerweile unfassbar viele Fragen natürlich eingegangen, verständlicherweise. Ja. Alle zu diesem technischen Thema. Vielleicht noch ein Tipp an alle, die uns nicht hören können. Hier war ein Tipp per Browser probieren, statt vielleicht mobile Geräte. Einer schreibt auch gute Voraussetzungen für das Online-Semester. Ja, tut mir leid, ich weiß nicht, ich würde dann einfach, Sajjad, wenn es okay ist, mache ich weiter, weil ich nicht weiß, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Und ihr versucht so ein bisschen die Fragen rauszufiltern, die sich jetzt nicht um die technischen Dinge drehen. Oder wenn es noch bahnbrechende Erkenntnisse gibt über den Ton, dann vielleicht diese Frage veröffentlichen, also mit einer Antwort quasi veröffentlichen. Gut, dann würde ich einfach mal mit der Präsentation weitermachen, weil es offenbar nicht so gut funktioniert. Ich müsste mich nur selbst wieder als Moderator festlegen, damit ich die Präsentation auch fortführen kann. Okay, steigen wir dann endlich ein. Das war die falsche Richtung. Erstmal, wer sind wir? Also wir arbeiten alle im Studierenden-Service Center, beim Infoservice, bei der allgemeinen Studienberatung bzw. psychologischen Beratung. Und in diesem Haus hier in der Eltestraße 4 am U-Bahnhof Dahlem-Dorf gibt es auch noch die Studierendenmobilität, die für Austauschprogramme zuständig ist, die Bewerbung und Zulassung und die Studierendenverwaltung, die für Einschreibung, Beurlaubung, Exmatrikulation und sowas zuständig ist. Noch ein paar Fakten zur FU Berlin, also 70 Jahre alt ungefähr, ein bisschen mehr als 30.000 Studierende. Das ist nicht die allergrößte Uni in Deutschland, aber schon gehört zu den 20 größten, meine ich. 78 Bachelorstudiengänge, wobei da nur die Kernfächer gemeint sind. Wir haben noch unzählige Modulangebote Nebenfächer, nämlich 85 weitere und 124 Masterstudiengänge. Die Uni ist so ein bisschen aufgebaut. Ich vergleiche das immer ganz gern mit einem Staat, mit einem Land. Also wenn die FU jetzt ein Land wäre, dann hätten wir sowas wie Bundesländer und die heißen bei uns Fachbereiche. Da haben wir 11 Stück.
Also vom Fachbereich Geowissenschaften über den Fachbereich Physik bis zum Fachbereich Rechtswissenschaften. Sie sehen die hier aufgelistet. Es gibt auch noch vier Zentralinstitute. Das sind Einrichtungen, die nicht zu keinem Fachbereich gehören. Das wären verglichen mit einem Staat wieder so die Stadtstaaten. Also Berlin, Bremen, Hamburg sind bei uns dann die Zentralinstitute, JFK-Institut, LAI und so weiter. Mal aus mehreren Instituten meistens, also als Beispiel der Fachbereich Politik und Sozialwissenschaften, besteht aus vier Instituten und das wären dann sozusagen die Gemeinden eines Bundeslandes sozusagen. Das hat insofern auch eine Relevanz, als dass so ein Fachbereich, also diese 11 Großen, die haben eigene Strukturen, eigene Regelungen, eigenes Studienbüro, eigenes Prüfungsbüro, eigenes Dekanat. Also vieles ist auf Fachbereichsebene organisiert, auch zum Beispiel ihre Wahlmöglichkeiten. Sie haben im Januar die Möglichkeit, auch wählen zu gehen zum Beispiel. Aber das mal so ganz allgemein. Dann gibt es eine Vielzahl von Bibliotheken, nicht nur die Universitätsbibliothek. Da ist das Bild ganz rechts davon zu sehen, sondern auch verschiedene Fachbibliotheken. Also je nachdem, was Sie studieren, gibt es unterschiedliche Fachbibliotheken. Auf der linken Seite sehen Sie das sogenannte BRAIN. Das ist die philologische Bibliothek für Studiengänge aus Sprachstudiengängen. Also eine gemeinsame Bibliothek für verschiedene Fächer. Was zum Studienaufbau, Sie studieren ja fast alle Bachelor hier, einige auch Master. Und Staatsexamen, Promotion war jetzt, glaube ich, nicht dabei oder nicht im nennenswerten Umfang. Bachelorstudiengang dauert in der Regel 6 Fachsemester, also 3 Jahre. Und Master in der Regel 4 Fachsemester, was 2 Jahre entspricht natürlich. Und Staatsexamen unterschiedlich lang, das hängt vom Fach ab. Die Regelstudienzeit ist aber aus Sicht der FU erstmal nur die Zeit, in der Sie das Studium abschließen können, also dem es Ihnen quasi ermöglicht werden soll, es zu machen. Es gibt von der Uni-Seite kein Grund, dass man nicht auch länger studieren kann. Also es gibt keine maximale Studiendauer aus Unisicht. Es gibt keine Zwangsberatungen, wenn Sie länger brauchen. Es gibt aber einige Anreize, das vielleicht doch in Regelstudienzeit zu tun. In einigen Fächern, zum Beispiel in BWL, ist es in der Studienordnung, Prüfungsordnung so verankert, dass Sie sich 2 Noten streichen können, wenn Sie in 6 Semestern das Studium abschließen und noch eine Note, wenn Sie es in 7 Semestern abschließen. Also man kann eventuell, aber nicht bei allen Fächern, Vorteile haben, wenn man es in der Zeit macht und auch externe Stellen, BAföG-Amt oder Eltern, wie ist das, Kindergeld. Auch da kann es relevant sein, ob Sie in Regelstudienzeit studieren oder nicht, was die finanzielle Förderung betrifft. Also es kann gute Gründe geben, ist in der Zeit zu machen, aber aus Sicht der Uni ist es egal. Das Studium ist Bachelor und Master gegliedert in Leistungspunkte. Das ist quasi die Währung, die Einheit, in der Sie studieren. Ein Leistungspunkt soll dabei ungefähr 30 Arbeitsstunden bedeuten, was nicht bedeutet, dass Sie dafür 30 Stunden an der Uni sind. Das schließt auch neben der Präsenzzeit Vor- und Nachbereitung mit ein. Also lesen, für Prüfung vorbereiten, Referate ausarbeiten. All das ist damit eingerechnet. Und auch nur so ein ungefährer Wert eigentlich, denn die eine braucht vielleicht weniger Zeit, um Text zu lesen, der andere etwas mehr. Es gibt in allen Studiengängen eine eigene Studienordnung oder Studienprüfungsordnung, hier mal als Beispiel aus den geografischen Wissenschaften. Das ist quasi Ihre Grundlage fürs Studium. Da finden Sie eigentlich alles Wichtige. Was muss ich studieren? Was kann ich machen? Wo ist ein Wahlpflichtangebot? Was gibt es für Module und so weiter. Also schauen Sie gerne in die Studien- und Prüfungsordnung mal rein. Am Ende jeder Studienordnung finden Sie auch einen solchen exemplarischen Studienverlaufsplan. Also da steht drin, was Sie in welchem Semester machen sollten. Exemplarisch ist hier aber ein wichtiger Begriff. Also auch das ist nichts, woran man sich ganz fest klammern muss. Es kann auch sein, dass man ein Modul vielleicht im anderen Semester macht als vorgeschlagen. Ich persönlich habe zum Beispiel Publizistik und Kommunikationswissenschaft studiert und das Einführungsmodul, das fürs erste Semester logischerweise gedacht ist, auch erst im dritten oder vierten Semester machen können. Was manchmal auch daran liegt, dass gerade im Kombi-Bachelor vielleicht auch mal Pflichtveranstaltungen beider Fächer zum selben Tag, zur selben Uhrzeit stattfinden, sodass sie dann manchmal ein bisschen schieben müssen. Auch da wäre es wichtig, dass Sie in Ihre eigene Studienordnung gucken. Oben, wenn Sie dem Link folgen, dann können Sie die auch finden.
weil dort auch drin steht, ob man ein Modul einfach so machen kann oder ob es für dieses Modul Zugangsvoraussetzungen gibt. Also nochmal Beispiel, mein Studiengang Publizistik damals war es so, dass man eigentlich bis auf das Vertiefungsmodul alle 5 oder 6 Grundmodule in beliebiger Reihenfolge machen konnte. Ja, also auch wenn das eine fürs 4. Semester, 5. Semester empfohlen war, konnte man schon im 1. Semester machen, wenn man Lust drauf hatte. Aber das ist nicht immer so. Gerade in Naturwissenschaften zum Beispiel, bei Mathematik, ist vielleicht klar, dass man lineare Algebra 2 nach lineare Algebra 1 erst machen kann. Und also hier hatten wir so eine Übersicht der Module. Und wenn wir jetzt mal auf das Modul links oben genauer gucken, Einführung in die Klima- und Hydrogeografie, ist fürs 1. Fachsemester in Geografie empfohlen. Dann sieht man in der Studienordnung auch, was eigentlich bedeutet, dieses Modul zu machen, also aus welchen Bestandteilen es besteht. Das ist nicht immer gleich, aber sehr häufig, wie in diesem Fall, eine Vorlesung, ein Seminar und eine Prüfung, in diesem Fall eine Klausur, 90 Minuten. Wie gesagt, kann auch mehr Veranstaltungen, weniger, also kann auch keine Prüfung haben oder mehrere Prüfungen. Aber das ist der, wie gesagt, ein sehr häufiger Fall, klassischer Fall. Und wenn Sie das ganze Modul abgeschlossen haben, kriegen Sie dafür 5 Leistungspunkte. Ja, also Sie kriegen nicht Leistungspunkt für Leistungspunkt, bis Sie 180 haben, sondern immer in Blöcken. Vielleicht noch eine Sache dazu. Sie müssen auch wirklich alles machen. Also Sie müssen sich für die Vorlesung anmelden. Sie sehen auch bei dem Begriff Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme, dass es für die Vorlesung keine Verpflichtung gibt, regelmäßig teilzunehmen, aber beim Seminar schon. Und da müssen Sie auch Übungsaufgaben und Referat machen. Wenn Sie das nicht tun, nicht regelmäßig und nicht aktiv am Seminar teilnehmen, dann können Sie auch bei bestandener Klausur das Modul noch nicht abschließen, sondern müssen wirklich das dann nachholen. Also ganz wichtig, dass Sie nicht nur die Prüfung immer machen, sondern auch die Veranstaltung, sofern Sie verpflichtet sind, auf jeden Fall belegen, um die Punkte gut geschrieben zu bekommen. Ja, hier nur ein kurzer Hinweis, dass es natürlich das Vorlesungsverzeichnis gibt unter fuberlin.de/vv. Das sehen Sie ja wie immer oben links. Die Links zu den einzelnen Punkten, über die wir gerade sprechen. Und da finden Sie die wichtigsten Informationen, wann was stattfindet, wo es stattfindet und auch wer die Dozierenden sind. Oben links über Fachbereiche müssten Sie allerdings erstmal auswählen, wo Sie studieren und dann sich durchklicken zu Ihrer Studienordnung. Manchmal gibt es mehrere Studienordnungen, da muss man sich dann zur richtigen durchklicken. Also wie schon gesagt, Module sind quasi immer so Blöcke von inhaltlich passenden Veranstaltungen. Also ich arbeite immer die ganze Zeit mit Beispielen aus meinem Studiengang Publizistik. Das ist hoffentlich nicht so ein Problem, aber wir hatten da ein Modul namens Medienwirkungsforschung. Da musste man dann eben eine Vorlesung besuchen zum Thema Medienwirkung. Ein Seminar, da konnte man aus verschiedenen Aspekten der Medienwirkung sich was aussuchen. Ich habe was zu Computerspielen gemacht, aber man hätte auch was zu einem anderen Thema machen können. Dann gab es am Ende eine Hausarbeit und dafür hat man dann 10 Leistungspunkte bekommen. Und diese 10 Leistungspunkte sind dann eben Blöcke, Bausteine Ihres Studiums. Wie Sie auf der rechten Seite sehen können, füllt sich so dann Ihr Konto auf, bis Sie irgendwann die 180 haben. Das hier vielleicht nur ganz kurz, weil Sie das vermutlich schon wissen. Es gibt einmal Monobachelor, da studieren ja sehr viele der heute hier Anwesenden. Das besteht aus einem Kernfach, das zu 150 Leistungspunkte umfasst und manchmal noch einen affinen Bereich hat. Also gerade bei BWL, VWL ist das nicht so, aber bei zum Beispiel Mathematik oder Psychologie oder anderen ist es so, dass Sie innerhalb dieser 150 Leistungspunkte auch noch fachfremde Lehrveranstaltungen besuchen sollen. Und welche Ihnen da zur Auswahl stehen, das am besten bei den fachspezifischen Einführungsveranstaltungen ab dem 20. Oktober in Ihrem Institut mal nachfragen und auch, wie man sich dafür anmeldet. Diesen ABV-Bereich haben aber alle und der steht für allgemeine Berufsvorbereitung, bedeutet, dass Sie da ein Praktikum machen sollen, dass Sie sich selbst suchen können. Sie können auch mehrere Praktika machen, auch Auslandspraktika und ansonsten können Sie den ABV-Bereich auffüllen mit verschiedenen Kursen, sei es eine Fremdsprache, sei es ein IT-Kurs, Rhetorikkurs zu Nachhaltigkeit oder zu Gender and Diversity. Also da gibt es viele Möglichkeiten und da sitzen Sie dann in den Kursen auch mit Studierenden anderer Fächer. Also wenn Sie sagen, ja, ich habe Lust, mal irgendwie Persisch noch zu lernen, dann können Sie im ABV-Bereich sich für einen Persischkurs anmelden und sind dann als, sage ich jetzt mal, Byzantinistik-Studentin zusammen mit Studierenden der Rechtswissenschaft, eher nicht so sein, wo es auch sein kann, aber der Bildungserziehungswissenschaft oder der Bioinformatik dabei.
Im Kombi-Bachelor gibt es zwei Varianten, einmal mit einem Kernfach und einem großen Nebenfach und einmal mit einem Kernfach und zwei kleinen Nebenfächern. Auch da gibt es den ABV-Bereich mit den gleichen Bedingungen. Ich glaube, das dürfte im Großen und Ganzen soweit bekannt sein. Wenn Sie Lehramt studieren, dann gibt es allerdings nicht diesen ABV-Bereich, denn für Lehramtsstudierende ist in diesem 30 Leistungspunkte umfassenden Studienbereich was anderes vorgesehen, nämlich die lehramtsbezogenen Berufswissenschaften. Da müssen Sie auch ein Praktikum machen, aber zwangsläufig in der Schule. Und da müssen Sie Didaktikkurse noch machen. Also wie bringe ich dann meine Schulfächer den späteren Schülerinnen und Schülern bei? Dazu berät dann die Dahlem School of Education, die ein Zentralinstitut bei uns ist. Wenn Sie nicht auf, also wenn Sie auf Grundschule studieren, dann haben Sie drei Fächer. Wenn Sie auf Gymnasium oder Sekundarstufe studieren, dann haben Sie zwei Fächer, also ein Kernfach, ein großes Nebenfach und auch diesen LBW-Bereich. Hier finden Sie jetzt zwei QR-Codes und die führen zu der Seite Studieneinstieg, beziehungsweise ganz konkret zu dem Online-Studieneinstiegsassistenten. Das ist so ein Tool, der auch nochmal vieles von dem, was wir hier heute erzählen, beschreibt, in dem aber auch sehr anschaulich so ein paar Beispiele gegeben sind, wie das funktioniert mit der Anmeldung zu Campus Management zum Beispiel und ähnliches. Also nutzen Sie gerne diesen Online-Einstiegsassistenten. Der ist ein bisschen spielerischer, würde ich sagen, und wer es ein bisschen mehr mag in Form einer Broschüre, in Form von Text, dem sei die Broschüre Start ins Studium ins Herz gelegt. Zu der kommen Sie, wenn Sie dem QR-Code auf der rechten Seite folgen. Sie finden beide Tools, also das Tool und die Broschüre, aber auch wenn Sie oben dem Link folgen, fuberlin.de Studieneinstieg. Ich glaube, an der Stelle bin ich aber schon da, dass Sophia jetzt dran ist, ne? Du wolltest hier eigentlich auch übernehmen, von Ja. daher gebe ich dir mal dann die Moderatorinnenrolle an der Stelle. Alles klar. Gut, vielen Dank. Ja, also hallo nochmal von mir, ich bin dann Sophia und Studentin an der FU. Und seit 2019 arbeite ich beim Infoservice. Jetzt mache ich hier weiter. Also herzlich willkommen auch nochmal von mir. Genau, also studieren in Zeiten von Corona, wir haben uns da ja jetzt ein Semester mehr oder weniger lang drauf vorbereiten können. Deswegen, es wurde relativ gut organisiert. Also die Veranstaltungen werden teils in Präsenz und teils online stattfinden, ganz abhängig von der Größe der Veranstaltung. Also beispielsweise große Vorlesungen, die mit, ich weiß nicht, 500 Teilnehmerinnen stattfinden. Das wird natürlich online stattfinden. Kleinere Seminare, wo es bis zu, also offiziell hieß es 40, aber mal schauen, wahrscheinlich eher kleiner. Übrigens, ich mache auch mal mein Video an. Genau, da wird es dann eben in den stattfinden, dass jedes andere eingehalten werden kann. Und dann eben, also bis zu, sagen wir mal, 10 bis 40 Teilnehmer auf jeden Fall. Also das hängt ein bisschen von den Dozierenden an. Da, das können Sie aber auch auf jeden Fall im Vorlesungsverzeichnis schauen, dann steht unten unter der Veranstaltung entweder eine Raumnummer oder da steht dann einfach online. Also da können Sie schon vorab schauen, welche Veranstaltungen online und welche in Präsenz stattfinden werden. Ja. Dann mache ich mal weiter. Das betrifft Sie jetzt noch nicht direkt, aber nach dem ersten Semester oder gegen Ende des ersten Semesters werden Sie eine Rückmeldeaufforderung kriegen. Also wir müssen wissen, ob Sie weiter studieren möchten oder ob Sie nicht mehr weiter studieren möchten. Das findet Ende Januar, Anfang Februar statt. Da kriegen alle eine E-Mail. Bitte melden Sie sich zurück. Das läuft so, dass Sie einfach die Semestergebühren überweisen und dann wissen wir, Sie sind rückgemeldet und dann kriegen Sie auch eine Bestätigung. Es ist wichtig, dass Sie sich rückmelden, also innerhalb der Frist,
sie haben dann nach der Frist dann nochmal ein paar Wochen sich rückzumelden, aber das kostet dann fast 20 Euro. Aber wenn sie sich nicht rechtzeitig rückmelden, dann werden sie auch exmatrikuliert, was ja schade wäre, wenn sie weiter studieren müssen. So eine Exmatrikulation rückgängig zu machen, ist relativ unmöglich. Also ganz, ganz wichtig, die mal rechtzeitig rückmelden. Dann kurz zum Ausland. Die FU hat sehr, sehr viele und Abgleich an unserer Universität bietet ein Auslandsstudium an. Also Sie müssen jetzt nicht irgendwelche Sprachen studieren, um dieses Auslandsstudiumsangebot in Anspruch zu nehmen. Also egal, was Sie studieren, also nicht ganz egal, was Sie studieren. Teilweise ist es ein bisschen komplizierter mit den Stundenplänen, aber auf jeden Fall bietet jeder Fachbereich so ein Auslandsstudium an. Kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Da sind wir auch ganz gut organisiert. Also da können Sie sich auch rechtzeitig drüber informieren. Das geht, also ich denke immer Oktober, November los, wenn man im Sommersemester weg will, und dann im April, Mai geht es los, wenn man im Wintersemester gehen will. So, Unisport. Ja, da haben wir auch ein relativ großes Angebot. Dieses Semester leider natürlich auch eingeschränkt. Es wird aber trotzdem was angeboten. Also zum Beispiel, hier sind so die Highlights aufgelistet. Wassersportzentrum Mannsee. Da kann man eben Segeln lernen, oder es gibt viele Laufgruppen zu verschiedenen Zeiten. Natürlich alles innerhalb der Regelungen. Die musikalisch begabt sind, können sich beim Kollegium bewerben. Also entweder singt man beim Chor mit, aber wenn man ein Instrument spielt, kann man sich da auch bewerben. Ich glaube, da wird sich wahrscheinlich oft sich da in der Woche getroffen, wird wahrscheinlich auch nur einmal, aber das machen die Universitäten in Berlin zusammen. Also die HU und die TU sind da auch mit drinnen. Also das ist ein Chor für alle drei Unis. Die Mensen, also auch dieses Semester ist das Angebot natürlich leider eingeschränkt, aber die Mensen werden geöffnet sein. So wie das auf dem Bild aussieht, wird dieses Semester natürlich leider nicht möglich sein. Also leider kann man sich mehr in Gruppen zusammensetzen. Also da muss auch natürlich der Abstand gewahrt werden. Aber kann man einfach laut sprechen, kann man sich verstehen. Und genau, also das Mentorangebot ist wirklich riesengroß. Also da finden alle was. Es ist auch sehr lecker. Es gibt auch ein ziemlich großes vegetarisches Angebot. Es gibt auf jeden Fall immer ein bis zwei Fleischvarianten. Und dann für die, die wirklich nichts finden, was ihnen schmeckt, aber das Angebot ist wirklich sehr gut. Also es gibt immer die Salatbar. So, jetzt zur E-Mail-Kommunikation. Also natürlich vom Online-Semester ist es wahnsinnig wichtig, dass ihr regelmäßig eure E-Mails checkt. Ihr kriegt zur Immatrikulation, also vielleicht haben einige von euch schon ihre CEDAT-E-Mail-Adresse. Also mit der Eröffnung eures Accounts kriegt ihr eure Mail-Adresse. Und die könnt ihr dann auch so einstellen, dass die mit eurem, mit eurem privaten Mail-Account verbunden wird, sodass die E-Mails direkt weitergeleitet werden. Also ich habe auch anfangs gesagt, nee, ich möchte irgendwie privat und Uni trennen und ich möchte keine E-Mails von der Uni kriegen auf meinem privaten E-Mail-Account. Aber es ist jetzt nicht so, dass ihr zugespammt werdet. Also wir verschicken wirklich nur die allerwichtigsten Informationen. Oder zum Beispiel eben im ersten Semester, als ich das nicht verbunden hatte, bin ich oft zu abgesagten Veranstaltungen alleine angetanzt, weil man eben so eine Information über die E-Mail-Adresse kriegt. Es ist relativ wichtig, dass ihr euch da, wenn ihr euch nicht, wenn ihr die E-Mails nicht weiterleitet, dass ihr täglich eure CEDAT-Mail-Adresse auch checkt. Genau, und zur Kommunikation mit dem Infoservice, natürlich damit die Abwicklung alles ein bisschen schneller geht, bitte jederzeit eure Matrikelnummer angeben.
Nach einer Zeit werdet ihr die auch auswendig kennen. So, ich weiß nicht, ob das schon noch nicht Campus Management ist. Genau, dann mache ich hier noch weiter. Also so sieht euer Fehlerportal aus. Vielleicht haben sich einige hier schon durchgeklickt. Also oben links seht ihr zum Beispiel E-Mail, Telefon. Also hier könnt ihr das einstellen mit der E-Mail-Weiterleitung. Da ist auch das FU-Telefonbuch. Da könnt ihr die Kontakte der Mitarbeiterinnen und der Dozierenden finden. Und der allerwichtigste Reiter, der ist hier rot umgeht, ist Dienste für Studierende. Also sehr, sehr wichtig, zum einen, um eure Campus-Card zu kriegen, also das ist eure wichtigste Begleiterin im Studium. Dort ist das Campus-Management, dort meldet ihr euch für die Veranstaltungen an. Dort findet ihr auch eure Noten und Leistungen. Blackboard, auf dem paar Laden, die Dozierenden und auch die Mentorinnen, die PowerPoints, also alle Folien hoch. Das ist auch ein sehr wichtiges Fassen, Nachholen der Veranstaltungen. Und das Portal der Studierendenverwaltung, dort könnt ihr euch beispielsweise rückmelden. Dort findet ihr eure Immatrikulationsbescheinigungen, also die aktuelle vom Vorsemester. Nur nebenbei ist es wichtig, dass ihr euch die immer runterladet und auch abspeichert in dem Ordner, weil ihr werdet die wahrscheinlich irgendwann im Laufe eures Lebens nochmal brauchen. Wir haben die zwar auch bei uns gespeichert, aber die kosten dann Geld. Deswegen auf jeden Fall immer die Immatrikulationsbescheinigung irgendwo abspeichern. Und wenn ihr umzieht, dann könnt ihr dort auch eure Adresse selbstständig ändern. Also dafür müsstet ihr jetzt beispielsweise nicht die Verwaltung kontaktieren. Das könnt ihr auch selbstständig machen. Und dort ist auch WebEx verlinkt, also für die Veranstaltungen online, wenn die hier draufklicken. Zudem bietet, ich glaube, unter der Software, da könnt ihr euch Excel und Word und sowas runterladen für umsonst. Achso, ja, genau. Portal der Studierendenverwaltung habe ich ja jetzt schon eigentlich alles gesagt, also Adressänderung, Immatrikulationsbescheinigungen. So, und so sieht die Campus Card aus. Wie gesagt, die braucht ihr wirklich für alles. Also zum ersten als Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel. Da müsst ihr dann ein Foto drauf drucken lassen. Also das könnt ihr direkt bei dem Campus Card Gerät machen. Wenn ihr das nicht wollt, das ist auch völlig in Ordnung. Dann müsst ihr auf jeden Fall immer euren Personalausweis gleichzeitig mitzeigen. Karte braucht ihr zur Nutzung von Garderobenschränken, also in den Bibliotheken und auch in der Nähe der Mensa sind viele solche Garderobenschränke und damit schließt ihr die ab. Die Campus-Karte gilt auch als Mensa-Karte, also in der Mensa selber könnt ihr nicht mit Geld bezahlen, also, ne, also Cash bezahlen oder Karte, sondern ihr müsst vorher diese Campus-Karte mit Geld laden. Das könnt ihr online machen oder vor Ort, das sind so ein paar Maschinen auch vor der Mensa. Genau, die Karte braucht ihr auch zum Drucken und Kopieren. Hier sind die Standorte dieser Campus-Card-Maschinen. Links der Validierer, den braucht ihr erst zur Rückmeldung. Also wenn ihr euch dann rückgemeldet habt, dass dann das neue Semester drauf gedruckt wird. Und so sieht ein Ausgabeautomat aus. Ich würde jetzt empfehlen, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, welche im Oktober geöffnet haben, auf jeden Fall. Dann natürlich, der Ausgabeautomat ist zugänglich im Infoservice in der Ilsestraße, im Keller. Da könnt ihr von 9 bis 17 Uhr vorbeikommen und eure Karte ausdrucken lassen oder auch in der Otto von Simpsonstraße, also bei der großen Mensa im Hauptgebäude. Da ist der Automat von 8 bis 16 Uhr von Montag bis Freitag. Okay. Ja, jetzt sind wir beim Campus Management und ich würde an Sebastian zurückgeben. Genau, ich werde mich dann wieder als Moderator bestimmen, damit ich weiterführen kann, diese Präsentation.
Ich habe gerade ein paar Fragen beantwortet. Also es kommen wirklich sehr, sehr viele Fragen, deswegen können wir nicht alle beantworten. Und wir lassen die konkreten Fragen zum Stand der Immatrikulation aus. Darauf können wir leider nicht eingehen. Es kann noch eine Weile dauern. Es sind halt sehr viele Anträge, die bearbeitet werden müssen. Und dieses Jahr geht alles langsamer als üblicherweise leider. So, aber jetzt zu Campus Management. Also für alle die dann immatrikuliert sind, wird der Bewerbungsaccount ja automatisch ein FU-Account. Und mit diesem FU-Account haben sie dann auch Zugriff zu Campus Management. Und Campus Management ist die Plattform zur An- und Abmeldung von Modulen und Lehrveranstaltungen, zur Erstellung eines Stundenplans, also quasi. Man kann dort aber auch sehen, wie fortgeschritten man im Studium ist. Also es wird angezeigt, welche Noten ich schon habe, wie viele Punkte ich schon habe, und man kann sowas sich auch bescheinigen lassen. Also diese Module habe ich schon abgeschlossen oder diese habe ich schon angefangen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, eben von Leistungsnachweisen dort zu erhalten. Es sind tatsächlich nicht alle Fächer bei Campus Management. Bei den Grundständigen, also Bachelor, Jura, Staatsexamen, sind alle außer Pharmazie dabei. Das meinte ich am Anfang schon. Also wer Pharmazie studiert, nutzt Campus Management nicht. Da gibt es am Fachbereich dann die Stundenpläne. Die sind für alle gleich. Da gibt es keine Wahlmöglichkeiten. Da sind sie sozusagen wie in der Schule so ein bisschen ist das vorgegeben, bei den anderen aber nicht. Die meisten Masterstudiengänge sind auch dabei, aber auch da gibt es Ausnahmen. Falls Sie sich aus irgendeinem Grund zwar einloggen können, aber da sehen, Sie kommen da irgendwie nicht weiter, kann es daran liegen. Gucken Sie oben bei dem Link fuberlin.de/campusmanagement vielleicht nochmal nach. Da ist so eine Liste der unterstützten Prüfungsordnungen, ob sozusagen Ihr Fach mit Ihrer Studienprüfungsordnung dabei ist, falls es nicht klappt. Aber wie gesagt, bei allen Bachelorn, allen Grundständigen ist das dabei. Also Mono, Kombi, Lehramt, alles das läuft über Campus Management. Wann können Sie sich anmelden? Und das ist hoffentlich beruhigend für alle, die noch nicht immatrikuliert sind. Es gibt die erste wichtige Frist endet erst am 30.10. Und zwar ist das die Frist, 12 Uhr, mitten am Tag, die Frist für platzbeschränkte Lehrveranstaltungen. Es ist je nach Fach unterschiedlich verteilt, ob es viele oder wenige platzbeschränkte Kurse gibt. Aber wenn die platzbeschränkt sind, dann kann man sich für die auch nicht direkt anmelden, sondern man kann nur sagen, quasi, hallo, ich möchte an dieser Veranstaltung teilnehmen. Und um dieses Hallo, ich möchte teilnehmen zu signalisieren, haben Sie Zeit bis zum 30.10. 12 Uhr. Und dabei ist es wirklich völlig egal, ob Sie das heute machen, morgen machen oder am 30.10. um 11:59 Uhr. Sie kommen quasi in einen Lostopf und gelost wird am 30.10. um 12 Uhr. Von daher, solange Sie am 30.10. eingeschrieben sind, haben Sie noch nichts verpasst. Und deswegen ist es auch so, dass die fachspezifischen Veranstaltungen, die können Sie alle erstmal in Ruhe besuchen, bevor Sie irgendwas buchen müssen bei Campus Management, ja. Also Sie können am 20.10. oder 25.10. oder 27.10. oder wann auch immer Ihre individuelle Einführungsveranstaltung am Fach stattfindet, nehmen Sie am besten erstmal dort teil, denn dort wird fachspezifisch nochmal erklärt, welche Module sind denn im ersten Semester sinnvoll, was wird empfohlen, wie macht man das Ganze. Natürlich können Sie es auch aus der Studienordnung selbst entnehmen und das alles selbst machen und können sich auch jetzt schon anmelden dafür oder die Präferenzen angeben. Aber wie gesagt, es ist bis zum 30.10. Zeit, da noch tätig zu werden. Und für Kurse, die keine Platzbeschränkung haben, das sind in der Regel Vorlesungen, nicht immer, aber sehr häufig, auch einige Seminare vielleicht, da können Sie sogar bis zum 20.11. um 24 Uhr noch anmelden und auch wieder abmelden. Also die letzte Frist zur Anmeldung von Kursen findet am 20.11. 24 Uhr statt. Also auch gerade in der Anfangszeit kenne ich es so, dass man sich dann anmeldet und vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Kurs doch wieder abmeldet, weil er einem vielleicht aus irgendeinem Grund nicht zusagt oder sich überschneidet. Und in diesem Zeitraum bis 20.11. können auch noch frei gebliebene Plätze bei platzbeschränkten Kursen oder wieder frei gewordene Plätze bei platzbeschränkten Kursen direkt gebucht werden. Also wenn jemand sagt, am 3.11., ach, ich will den platzbeschränkten Platz, also den Platz in dem Kurs doch nicht haben, ich melde mich dafür ab, dann ist er wieder frei und kann von anderen gebucht werden. Unten noch eine wichtige Information, falls Sie Biologie studieren, Mono oder Kombi-Bachelor, falls Sie Grundschullehramt studieren, und falls Sie Kurse im LBW-Bereich buchen möchten und auch im Lehramtsmaster, und auch bei den Sprachen,
also bei den Sprachkursen direkt, da gibt es nochmal gesonderte Verfahren, die Sie auf den jeweiligen Fachbereichsseiten sehen, beziehungsweise gehen Sie am besten zu den Einführungsveranstaltungen fachspezifischer Art. Das ist bei Biologie sogar verpflichtend und bei den anderen wird Ihnen dann nochmal erklärt, wie das Ganze funktioniert. Also die Fristen sind dieses Jahr dafür relativ entspannt und Sie haben alle noch relativ viel Zeit. So, hier haben wir nochmal einen kleinen Link, wie Campus Management funktioniert. Da wird nochmal, da können Sie auch gerne nochmal reinschauen, sich das nochmal in Ruhe angucken. Was ich jetzt machen will, ich will zumindest probieren, heute Abend bin ich nicht sicher, ob nicht doch nochmal wieder was schief geht. Ich würde jetzt quasi eine Live-Vorführung machen. Das heißt, ich melde mich mit einem Fake-Account an und werde mal vorführen, wie das aussieht, wenn man Kurse bucht. Und dazu werde ich meinen Bildschirm freigeben, sodass Sie jetzt hoffentlich alle gerade die Seite sehen, fachspezifische Einführungsveranstaltung. Vielleicht kann mir Sophia oder Sajjad bestätigen. Das ist, ja, wunderbar. Gut, dann kann man jetzt zu Campus Management gehen. Es gibt verschiedene Wege dahin, entweder über Ihr CDAT-Portal oder bei Infos A bis Z finden Sie das auch. Ansonsten ist der Link aber lb.ecampus.fu-berlin.de. Und da können Sie sich dann anmelden. Wir haben hier einen, so einen Dummy-Account von Max Planck. Der studiert hier aber nicht mehr. Ich weiß nicht, ob er, ich glaube, er hat ja auch nicht studiert. Und für alle, die noch nicht eingeschrieben sind, ist diese Anzeige natürlich neu. Für die, die schon immatrikuliert sind, haben das vielleicht schon so ein bisschen gesehen. So sieht Campus Management also erstmal aus, wenn die eingeloggt sind. Da steht Ihr Name, Ihre Matrikelnummer, wichtige Hinweise. Auch hier, dass am 30.10. ab 12 Uhr die Zuteilung bei den platzbeschränkten Kursen eben stattfindet. Und ja, noch ein paar Informationen, AnsprechpartnerInnen und so weiter auf der Seite. Ansonsten ist das Programm im Wesentlichen dreigeteilt. Also wir haben hier oben den Bereich An- und Abmeldung, wir haben den Bereich Stundenplan und wir haben den Bereich Noten und Punkte. Und die drei Bereiche will ich mal kurz vorstellen. Zunächst An- und Abmeldung. So, das ist in dem Fall so gemacht, dass dieser Max Planck gleich in mehreren Fächern eingeschrieben ist. Das dürfte bei den meisten nicht der Fall sein. Also hier auf der rechten Seite, ich weiß nicht, Sophia, kann man die Maus auch sehen, wenn ich sie hin und her bewege? Ja, okay. Sorry für die Nachfragen. Also hier oben rechts sehen Sie in der Regel nur einen Studiengang und zwar immer auch nur Ihr Kernfach. Also falls Sie in einem Kombi-Bachelor sind, Publizistik ist ja zum Beispiel ein Kombi-Bachelor, sehen Sie hier oben rechts immer nur das Kernfach und da ist noch nicht ersichtlich, welches Nebenfach Sie haben. Hier unten haben Sie dann noch so ein Dropdown-Menü, falls Sie mehrfach immatrikuliert sind, das dürften wie gesagt die wenigsten sein, können Sie hier zwischen den einzelnen Fächern hin und her wechseln. Wir bleiben jetzt mal bei Publizistik. Und Sie sehen am Anfang natürlich auch, dass die Tabelle hier unten mit Ihren Kursen noch total leer ist, weil Sie haben sich noch zu keinem Modul angemeldet. Dann gehen Sie also als erstes auf Neues Modul wählen. Dann öffnet sich eine neue Seite. Und da sehen wir dann den Publizistikstudiengang und auch die Nebenfächer. Aha, also wir sind im Kernfach in Publizistik und Kommunikationswissenschaft, im 60-LP-Modulangebot in Sozial- und Kulturanthropologie eingeschrieben und im 30-LP-Bereich bei ABV, das ist ja bei allen, die nicht Lehramt studieren, so. Und bei den Lehramtsstudien steht da halt LBW. Jetzt können Sie, um einzelne Module zu buchen, es ein bisschen übersichtlicher haben und pro Studiengang sich das angucken. Sie können aber auch gleich alle Studiengangsbestandteile sich anzeigen lassen. Dann wird es ein bisschen unübersichtlich, weil der ABV-Bereich so groß ist. Ich gehe nochmal bei Publizistik zurück. Da sehen Sie jetzt nur zwei Module. Dass Ihnen nur zwei angezeigt werden, hängt damit zusammen, dass Campus Management Ihre Studienordnung ja abbildet und dass nur die beiden, die empfohlen sind fürs erste Semester, wir sind ja im ersten Fachsemester, ja, hier oben, Publizistik, Fachsemester 1, dass nur die beiden, die im ersten Semester empfohlen sind, angezeigt werden. Wenn Sie aber sagen, Herr Mebes hat gesagt, man kann auch schon andere Module in Publizistik früher wählen, das stimmt, dann können Sie dieses Häkchen hier wegnehmen, dann werden Ihnen alle Module angezeigt, also auch Module, die in diesem Semester noch nicht empfohlen sind. Aber Sie können auch schon jetzt, wenn Sie mit Journalismusforschung anfangen möchten, könnten Sie theoretisch das auch schon im ersten Semester belegen.
Empfohlen wird aber, wie gesagt, dass Sie dann die Einführung und die Methoden erstmal können, bevor Sie sich dann weiter mit dem Fach beschäftigen. Und um dann konkrete Veranstaltungen zu buchen und das Modul auch, gehen Sie hier auf diesen Bleistift. Ja, also Einführung, Publizistik, Bleistift. Dann öffnet sich eine neue Seite. Wir haben dann etwas abstrakter dargestellt, diese vier Elemente sind es in diesem Fall, die zu diesem Modul gehören. Also vielleicht erinnern Sie sich an eine Folie ziemlich am Anfang, wo ich gezeigt habe, dass so ein Modul meistens aus Vorlesungen und Seminar besteht und aus einer Prüfung. Das finden wir hier wieder. Nämlich als erstes sehen wir die Prüfung. Wie viele und welche Prüfungen gibt es in diesem Modul? Wir sehen, es gibt eine Prüfung, zum Glück nur eine. Das ist eine Klausur und die ist noch nicht gebucht. Dazu gleich noch mehr. Und dann gibt es in dem Fall nicht zwei Veranstaltungen, sondern drei Veranstaltungen, die in diesem Modul zu belegen sind. Und zwar, das kann man an diesem dunkelblauen Bereich immer erkennen oder nicht ganz so hellblauen Bereich. Es gibt einmal die Vorlesung zur Einführung in die Publizistik. Es gibt das S steht für Seminar zur Einführung in die Publizistik. Und es gibt eine Übung zur Einführung in die Publizistik. Und das würde man auch in der Studienordnung jetzt sehen. Und das heißt, Sie müssen, um das Modul abzuschließen, eine Prüfung bestehen, diese Klausur. Sie müssen eine Vorlesung besuchen. Sie müssen ein Seminar besuchen und eine Übung. Von jedem nur eins. Das heißt, die Vorlesung hier oben, die ist auch nicht platzbeschränkt. Es gibt keine maximale Teilnehmendenzahl. Es haben sich auch schon 26 Menschen dafür angemeldet seit dem 1. Oktober. Und die kann direkt gebucht werden. Also wenn wir jetzt später auf Weiterklicken, ist die fertig, die ist definitiv dann für uns da, da können wir dann hingehen. Die Seminare, also in die Vorlesung gehen dann eben alle 300 Studierenden und man muss dann eins von diesen Seminaren belegen. Nur eins. Und da kann man sich jetzt überlegen, da gibt es ja Seminare mit ganz unterschiedlichen Ausrichtungen. Ja, von Theorien internationaler Kommunikation über Gender Media Studies, Aneignung digitaler Medien. Da kann man sich jetzt nochmal im Vorlesungsverzeichnis genau angucken, was erwartet mich in diesen Seminaren. Und dann müssen Sie eben bis zum 30.10. 12 Uhr überlegen, was davon möchte ich am liebsten machen, was am zweitliebsten und so weiter. Also wenn ich sage, ich möchte Gender Media Studies am liebsten machen und Mittwoch ist sowieso eine gute Zeit für mich, dann geben Sie hier Präferenz 1 an. Es ist zu empfehlen, dass Sie so viele Präferenzen für so viele Seminare wie möglich angeben, damit Sie auch sehr wahrscheinlich ein Seminar zugeteilt bekommen. Es ist ja nicht sicher, dass Sie dieses Seminar bekommen, weil sich möglicherweise mehr als 40 Menschen auf dieses Seminar quasi bewerben. Deswegen sollten Sie eine Präferenz 2 angeben. Vielleicht sagen Sie, ich finde auch Journalismus in der Aufmerksamkeitsökonomie sehr interessant. Das mache ich dann Präferenz 2. Ja, und so können wir immer weitermachen. Ich mache jetzt mal noch so beispielhaft wie so, Präferenz 3 und Präferenz 4. Und Sie könnten für alle Seminare eine Präferenz auswählen und das ist auch empfohlen. Müssen aber auch nicht. Wenn Sie finden, hier was irgendwas mit für dein Alter siehst du gut aus, das interessiert mich so überhaupt gar nicht, dann müssen Sie das auch nicht machen. Sie können das Seminar in diesem Fall zumindest auch in einem späteren Semester erst belegen. Aber das ist auch nochmal fachliche Sache, das wird in den fachspezifischen Einführungsveranstaltungen auch nochmal genau erklärt. So, ich will dann auch die Übung noch belegen. Die ist inhaltlich gleich. Da gucke ich mehr so nach der Uhrzeit. Die steht hier leider bei Mittwoch nicht, aber gebe ich trotzdem mal Präferenz 1 an. Dienstag um 10 Präferenz, nee, ist mir zu früh, Präferenz 3. Und Dienstag um 12 Präferenz 2. So. Jetzt habe ich also für das ausgewählt und gehe auf Weiter. Dann wird mir bestätigt, dass ich jetzt, wenn ich auf Bestätigen klicke, dass ich damit, dass die Vorlesung direkt buche, und mich für diese Seminare quasi und für diese Übungen bewerbe. Es wird dann am 30.10. versucht, dass ich natürlich Präferenz 1 bekomme. Es kann aber auch sein, dass es nur Präferenz 2, 3, 4 oder 5 wird oder im ganz schlimmen Fall keine davon. Das passiert eigentlich eher selten, aber wäre auch möglich. Dann, wie gesagt, gibt es meistens Lösungen dafür. Das müsste man dann mit dem Fachbereich besprechen, was man dann tun kann.
So, ich gehe jetzt auf Bestätigen. Und jetzt wird nochmal bestätigt, eben, dass ich die Vorlesung direkt gebucht habe, für die Seminare Präferenzen angegeben habe, für Übungen auch. Und mir wird auch gezeigt bei dem Prüfungsstatus hier oben, bei Prüfung, dass ich für die Prüfung vorgemerkt bin. Das ist bei Campus Management fast immer der Fall, dass Sie mit der Anmeldung des Moduls nur vorgemerkt sind für die Prüfung und von den Dozierenden quasi bei Campus Management angemeldet werden. Also Sie müssen bei Campus Management nichts weiteres tun, als das Modul zu buchen. Damit sind Sie für die Prüfung vorgemerkt. Und wenn die Dozierenden Sie bewerten wollen am Ende, dann können Sie sie zur Prüfung zuordnen und auch bewerten und dann ändert sich dieser Status. Also wenn das nicht schon kompliziert genug wäre, ist es allerdings so, dass es an einigen Fachbereichen auch nochmal gesonderte Prüfungsanmeldungen gibt. Aber auch da nochmal ab dem 20.10. finden fachspezifische Veranstaltungen statt. Darauf müsste man im Einzelnen nochmal eingehen, ist auch nicht überall so. Wenn wir jetzt zurückgehen auf diese Startseite, An- und Abmeldungen, dann haben wir jetzt hier das erste Modul gebucht und können hier auch nochmal über diese Lupenfunktion nochmal anschauen, was hatte ich denn da gemacht? Ah, okay, das war die Vorlesung, das waren diese Seminare mit dieser und jener Präferenz. Und wenn Sie bis zum 30.10. 12 Uhr sagen, ups, ich finde jetzt doch nicht mehr so spannend, das Gender Media Studies Seminar, dann können Sie auf den Bleistift nochmal gehen und können die Präferenzen nochmal austauschen. Jetzt sagen wir erstmal hier noch keine Präferenz. Präferenz 1 mache ich dann diese englische Veranstaltung. Und Gender Media Studies mache ich Präferenz, was habe ich noch nicht, 6. So, und dann können Sie das speichern, bestätigen, zurück zu meinen Module. Ja, also können Sie noch rumspielen bis zum 30.10. Gar kein Problem, das nochmal zu ändern. So, hier oben ist auch eine Legende. Das Modul ist damit im Prinzip komplett gebucht auch schon. Also wenn Sie da alles abgeschlossen haben, sind Sie fertig. Es gibt manchmal Module, da kann man noch nicht alles in dem Semester buchen, sondern nur teilweise. Das will ich auch noch ganz kurz zeigen. Das mache ich nicht so lange wie das davor. Das ist nämlich bei Methoden so. Das Methodenmodul besteht aus 4 Veranstaltungen, einer Vorlesung, die kann man buchen, und noch 3 weiteren Veranstaltungen, für die es in diesem Semester kein Lehrangebot gibt. Das ist aber ganz normal. Das macht man erst im Sommersemester. Ja? Also Sie machen im Wintersemester die Vorlesung, haben dann ganz viel Input und können dann im Sommersemester Seminar, Vorlesung 2 und das andere, weiß ich gar nicht, was das TV bedeutet, aber das besuchen Sie im Sommersemester. Das heißt, wenn Sie hier dann auf Bestätigen klicken und zurückgehen, dann ist hier diese Glocke. Die Glocke heißt, hier ist noch nicht vollständig gebucht, hier fehlt noch was. Aber die Glocke muss nicht bedeuten, dass Sie es unbedingt im selben Semester machen müssen. Das kann, wie in dem Fall, auch erst im nächsten Semester passieren. Also alles in Ordnung soweit. Ja, und wenn Sie dann meinetwegen heute oder auch erst im November bis 20.11. sagen, irgendwie will ich doch nicht an dem Modul teilnehmen, dann können Sie hier über diese Abmelden-Funktion, über die Mülltonne, sich auch wieder abmelden davon. Ja, Sie können entweder über diese Tonne das ganze Modul abmelden, dann ist das wieder weg, und Sie können über den Bleistift, wie gesagt, modifizieren oder auch nur einzelne Sachen wieder abmelden. Also wenn Sie sagen, hier möchte ich doch nicht die Vorlesung machen, würden Sie hier auf Abmelden klicken und dann ist nur die Vorlesung weg. Aber das lasse ich jetzt mal so. Das soll jetzt erstmal mit der Erklärung für An- und Abmeldungen gewesen sein. Ich würde jetzt den Stundenplan zeigen. Also wir haben jetzt ein Modul gewählt. Ich will das mal kurz zeigen, dass ich da eine Vorlesung gebucht habe, mich für Seminare angemeldet habe, beworben habe und auch für die Übungen. Wenn Sie jetzt auf Stundenplan gehen, wundern Sie sich vielleicht, dass da nur eine Veranstaltung zu sehen ist, nämlich nur die Vorlesung. Die Seminare und die Übungen sind dann nicht da. Das hängt damit zusammen, dass Sie dort nur sehen, wo Sie jetzt schon verbindlich drin sind. Ja, also die Vorlesung konnte man direkt buchen, die ist sofort da. Die Seminare, die haben eine Platzbeschränkung. Da wissen wir auch erst nachmittags erst, ob es geklappt hat oder nicht. Bisher wissen wir gar nicht, ob wir dahin dürfen oder nicht sozusagen. Und deswegen tauchen die da noch nicht auf. Sie können auch zur Wochenansicht wechseln. Und da müssen Sie dann auf die entsprechende Woche gehen, in der es losgeht, damit das angezeigt wird. Ja, also
Erst in der Kalenderwoche 45 beginnt ja das Studium, also am 2. November. Und erst dann taucht diese Vorlesung bei Ihnen auf. Wenn Sie auf eine Woche, auf die aktuelle Woche gehen oder eine Woche im Oktober, dann ist das hier frei, weil da findet ja nichts statt. Das ist eigentlich auch schon so ein bisschen, was der Stundenplan kann. Der ist natürlich dann nach dem 30.10. hoffentlich etwas voller. Und dann gibt es noch diesen wichtigen Bereich Noten und Punkte. Da können Sie jetzt auch hier oben zwischen den Studiengängen wechseln. Das sieht bei Max Planck sehr unübersichtlich aus, weil er ja in drei Studiengängen parallel eingeschrieben ist. Bei Ihnen ist das ein bisschen weniger, aber hier kann man auch nochmal dann die Fächer auswählen. Publizistik ist aber schon voreingestellt. Sie sehen hier dann, wie viele Leistungspunkte Sie im Studium erwerben müssen, nämlich 180. Sie sehen, wie viele davon schon gebucht sind, nämlich 13. Für das Modul Einführung gibt es am Ende 13 Leistungspunkte. Und wie viel Sie gerade erworben haben, das sind momentan natürlich 0. Dann haben Sie hier wieder diese Glocke. Anders als bei der Abmeldung ist es nämlich so, dass hier auch nur dann die Kurse angezeigt werden, wenn sie gebucht sind, also wenn sie einen Platz bekommen haben im Seminar und in der Übung. Um das einzusehen, müssen Sie hier diesen kleinen schwarzen, also das schwarze Dreieck anklicken. Ja. Das will irgendwie gerade nicht, verstehe ich nicht. Dürfte eigentlich nicht am Browser liegen. Okay, heute Abend ist so ein bisschen der Wurm drin. Wenn Sie hier raufklicken, dann werden nochmal die Veranstaltungen angezeigt. Aber gut, wenn das Modul irgendwann abgeschlossen ist, sehen Sie hier auch die Note, die erworbenen Leistungspunkte und können Sie das auch ausdrucken lassen. Vielleicht noch ein Hinweis zu dem Punkt Versuche, der hier angezeigt wird. Es gibt je nach Fach 3 oder 4 Versuche pro Modulprüfung. Bei Publizistik haben Sie immer 4 Versuche. Aber es gibt auch Fächer, ich glaube zum Beispiel im BWL, da haben Sie immer nur 3 Versuche für eine Modulprüfung. Und diese erste Ziffer gibt immer an, wie viele Prüfungsversuche der nächste ist. Also 1 von 4 heißt nicht, Sie haben schon eine Prüfung gemacht, sondern heißt, die nächste Prüfung ist der erste Versuch. Wichtig ist tatsächlich, wenn irgendwann hier 4 von 4 steht, dann wird das rot, weil dann ist die nächste Prüfung Ihre letzte Prüfung. Und wenn Sie die nicht bestehen, dann haben Sie endgültig nicht bestanden. Und das will ich gar nicht an die Wand malen, das muss nicht passieren, aber lassen Sie es nicht dazu kommen, weil wenn Sie endgültig nicht bestehen, würden Sie automatisch exmatrikuliert werden. Und soweit sind die Hochschulgesetze in Deutschland eigentlich gleich, dürfen Sie sich im gleichen Studiengang auch nicht mehr einschreiben in anderen Hochschulen, zumindest nicht in staatlichen Hochschulen. Das heißt, es ist schon wichtig, dass Sie da aufpassen und bevor es zu dem letzten Versuch kommt, nehmen Sie auf jeden Fall nochmal die psychologische Studienberatung zum Beispiel wahr. Da kann man zu Prüfungsangst oder Methoden nochmal irgendwie gucken, woran liegt es denn, dass ich da irgendwie immer scheitere. Vielleicht ist es auch eine Sache von Zeitmanagement, also Sachen, an denen man vielleicht, ein Stellschrauben, an denen man vielleicht drehen kann. Ja, das ist soweit. Ah, okay. Jetzt weiß ich, woran es liegt. Man muss hier oben tatsächlich den Studiengang auswählen, Publizistik, dann funktioniert auch diese Detailansicht. Und hier sehen wir auch nochmal, also eine Vorlesung ist schon gebucht, Seminar und Übung noch nicht, die kommen am 30.10. hoffentlich dazu. Und die Prüfung auch noch nicht. Ja, und am Ende wird Ihnen dann hier die Teilnahme und die Note bescheinigt. Es ist übrigens so, da kommen immer sehr viele Fragen, deswegen sage ich das auch schon mal. Vielleicht ist das noch ein bisschen früh. Aber wenn die Note eingetragen ist, ist das Modul nicht sofort abgeschlossen. Die Modulabschlüsse finden immer nur einmal wöchentlich statt. Das heißt, wenn Sie die Note irgendwann mal da drin sehen und auch sonst alles schon gemacht haben, wundern Sie sich nicht, dass das Modul immer noch als nicht abgeschlossen angezeigt wird. Das aktualisiert sich, wie gesagt, nur einmal in der Woche. Also ein bisschen warten. Wenn es dann noch nicht klappt, dann eine E-Mail schreiben. So, das war es eigentlich, was ich bei Campus Management zeigen wollte. Sie merken, man kann hier viel rumspielen. Bis zum 30.10. ist auch noch nichts verbindlich. Also Sie können sich auch jetzt noch 100 Mal von der Vorlesung wieder anmelden und wieder abmelden. Also nutzen Sie die Möglichkeit, auch ein bisschen auszuprobieren. Und was Sie dann noch so genau im Einzelnen belegen sollten, was sinnvoll ist und was nicht, wie gesagt, das wird bei den fachspezifischen Veranstaltungen dann gezeigt. So, ich gehe dann wieder zurück zur Präsentation. Wir sind auch gleich am Ende.
Vielleicht kann Sophia, wenn sie mich hört, noch mal ganz kurz bestätigen, dass man jetzt wieder die Präsentation sieht. Wunderbar. Alles klar, danke dir. Also hier noch mal der Link zu einem Video, das auch noch mal das zeigt, was ich gerade gemacht habe. Also wie meldet man sich an? Und das hier ist auch dieser Online-Studieneinstiegsassistent, den ich einstiegs auch erwähnt habe. Da können Sie sich auch noch mal ein bisschen informieren, was am Anfang des Studiums wichtig ist. Wenn es konkret zu Campus Management noch mal Fragen gibt, ist es, glaube ich, meistens die beste Möglichkeit, sich per E-Mail an diese E-Mail-Adresse zu wenden. Die wird auch relativ, also im Vergleich zu den anderen E-Mails momentan, relativ schnell beantwortet, innerhalb von ja, 24 bis 48 Stunden. Wochenende natürlich etwas länger. Technische Probleme können da meistens gelöst werden, am besten gleich mit einem Screenshot und Angabe der Matrikelnummer und von Ihrer CDAT-Adresse aus. Sie können auch anrufen oder an die Counter gehen, aber aus der Erfahrung zeigt sich, dass viele Probleme bei Campus Management auf den ersten Blick nicht so ersichtlich sind. Man muss ein bisschen knobeln, ein bisschen grübeln, woran liegt es denn? Das lässt sich per E-Mail dann doch meistens am besten machen. Diese E-Mail-Adresse ist auch nicht für alle Anliegen zuständig bei Campus Management. Alle Anliegen, die mit den Prüfungen zu tun haben, mit Bescheinigungen, mit quasi dem Noten- und Punktekonto, die können von der Campus Management Hotline nicht abgedeckt werden. Da wenden Sie sich am besten an Ihren Fachbereich. Je nach Fachbereich ist entweder das Studienbüro oder das Prüfungsbüro zuständig. Es gibt auch Fachbereiche, wo das dasselbe Büro ist, aber meistens ist es getrennt und nur eins der beiden Büros ist meistens für Campus Management zuständig. Müssen sich ein bisschen durchgucken, ob wer dafür Sie ansprechbar ist. Aber die wären zuständig, wie gesagt, wenn irgendwas mit Eintragungen nicht stimmt oder wenn vielleicht eine Anmeldung nicht so ist, wie Sie es wollten und das ist der 20.11. schon vorbei, dann können Sie sich oder müssten sich an diesen Bereich wenden. Die sind die einzigen, die so administrative Rechte haben, bei Campus Management auch Veränderungen vorzunehmen. Ich habe jetzt noch ein paar Beratungs- und Serviceeinrichtungen reingestellt, auf die wir gerne verweisen möchten. Sie finden diese Präsentation ja, wie gesagt, auch online, wenn Sie auf diese FU-Studieneinstiegsseite gehen. Da können Sie dann auch direkt auf diese Links klicken und sich das anschauen. Ich habe es mal so ein bisschen versucht zu sortieren nach einmal fächerübergreifenden, einmal fachspezifischen Anlaufstellen. Und nach Anlaufstellen, die von Studierenden betreut werden und Anlaufstellen, die von BeraterInnen und Dozierenden betreut werden. Also fächerübergreifend, ja. Hallo, ich muss dich wieder unterbrechen. Tut mir leid. Es scheinen relativ viele die Präsentation nicht sehen zu können. Okay, vielleicht kann ich da noch mal. Weiß ich. Also die, vielleicht nicht, die richtige Seite nicht finden. Oder woran liegt das? Ach so, die, okay. Nee, also jetzt die Naja, Präsentation verstehe. ist. Aber jetzt scheint es wieder zu gehen. Schreiben mir jedenfalls ganz viele. Ach so, gut. Okay, dann Verzeihung. Bin wieder weg. Ach, heute ist irgendwie ein komischer Tag. Also fächerübergreifend. Von Studierendeninfoservice für Studium und für IT und der AStA, fächerübergreifend von Beratern und Dozierenden sind die Studienberatung, psychologische Beratung, der Dual Career and Family Service oder auch Familienbüro genannt, der Career Service zum Beispiel, die Studierendenmobilität für Auslandssemester und ähnlichem und FU Stadt oder STAT, das ist die statistische Beratungseinheit, die zum Beispiel unterstützt, wenn Sie in einer Bachelorarbeit oder auch schon vorher mal selber eine Befragung oder irgendeine Art von statistische Erhebung machen müssen. Und fachspezifisch gibt es auch immer Anlaufstellen. Von Studierenden sind das die ständischen Studienfachberatungen, also Studierende beraten Studierende. Das gibt es eigentlich an fast jedem Fachbereich und Institut. Es gibt an jedem Fachbereich das Mentoring-Programm. Das sind Studierende höherer Semester, die die fachspezifischen Einführungsveranstaltungen meistens organisieren und die so ein bisschen den Einstieg ins Studium erleichtern sollen. Auch finde ich eine sehr wichtige Stelle, die FSI, die Fachschaftsinitiativen. Wenn Sie da mal nachschauen, das sind Studierende der Fächer, die sich ehrenamtlich quasi engagieren. Die machen meistens ein bisschen politische Arbeit, die führen oft auch Cafés und die beraten auch so ein bisschen
von sich aus, also ohne dass die jetzt dafür anders als die anderen Stellen bezahlt werden, einfach nur so aus reiner Nächstenliebe. Und von BeraterInnen und Dozierenden gibt es nochmal an den einzelnen Fächern Studienfachberatung, also zum Verlauf des Studiums und so weiter, die schon häufiger erwähnten Studien- und Prüfungsbüros. Es gibt extra ABV-Beauftragte, weil das ja für alle ein wichtiger Bereich ist. Es gibt für den LBW-Bereich die Dahlem School of Education, die auch für die Master of Education zuständig ist. Und es gibt meistens auch am Fachbereich Erasmus-Beauftragte. Ein paar von denen möchte ich noch ein bisschen ausführlicher vorstellen. Das hier ist der ASTA und die FSI. Also der ASTA ist eine gewählte Studierendenvertretung. Es ist tatsächlich so, dass im Januar hier in Dahlem immer ganz viele Wahlplakate rumhängen und Sie können dann tatsächlich auch abstimmen gehen. Sie werden dazu aufgerufen, wählen zu gehen und quasi Ihre Liste, eine Liste ist wie eine Partei, zu wählen und dann damit das Studierendenparlament zu konstituieren. Das Studierendenparlament wiederum wählt den ASTA, also die Vertretung der Studierenden. Und der ASTA hat verschiedene Aufgaben. Zum einen vertritt er ihre Interessen, und zwar in wichtigen Gremien wie dem Akademischen Senat, der Kommission für Lehrangelegenheiten und so weiter und so fort. Die sind auch stimmberechtigt und von daher haben sie eine wichtige Aufgabe, was das ganze Studienbild der FU auch betreffen kann. Also können da auch ein bisschen Einfluss nehmen. Im Endeffekt meistens nicht so groß wie der Einfluss von den ProfessorInnen, aber immerhin. Die beraten auch Studierende. Der ASTA berät auch, hat verschiedene Beratungseinrichtungen, eine eigene BAföG-Beratung, eine eigene Hochschulberatung, sogar eine Rechtsberatung ist da möglich. Also schauen Sie mal, auch Enthinderungen und ein Schwul-Lesbisch-Trans-Referat gibt es da. Also schauen Sie sich an, falls Sie da in Beratungsfälle fächerübergreifend suchen. Und die sind auch für das Semesterticket zuständig. Also das organisieren die ein bisschen. Und zusammen mit einer anderen Initiative, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, organisieren sie auch nochmal Orientierungswochen, und zwar die sogenannten kritischen Orientierungswochen. Also schauen Sie gerne mal auf diesen Link da unten. Da gibt es vom 26. Oktober bis 8. November eine Menge Veranstaltungen, die den Studieneinstieg vielleicht ein bisschen anders betrachten, ein bisschen kritischer, wie der Name vielleicht sagt. Ich habe es mir gar nicht so ganz genau angeguckt, was alles angeboten wird, aber aus der Vergangenheit weiß ich, dass es da ein sehr vielfältiges Angebot immer gibt. Ja, und wie ich schon gerade erwähnt habe, sind die Fachschaften so die Interessensvertretungen der einzelnen Fächer, die dann auch in einigen Gremien so ein bisschen dabei sind, aber also auf ehrenamtlicher, nicht gewählter Basis. Also ASTA gewählt, FSI nicht gewählt. Falls Sie jetzt nochmal Fragen an die Studienberatung haben oder an die psychologische Beratung, sind Sie hier den Kontakt. Die Studienberatung können Sie telefonisch zu den hier genannten Zeiten gerne anrufen. Die ist auch ein bisschen besser zurzeit erreichbar als viele andere Stellen. Also ich war selber am Telefon und da waren auch Pausen zwischen den Anrufen. Also die können natürlich nicht bei allen Anliegen helfen, gerade wenn es fachspezifische Fragen sind, ist es meistens schwierig, aber sehr allgemeine Fragen, gegebenenfalls sogar Campus Management, können wir da auch entgegennehmen. Es gibt auch einen Chat, jeden Montag und Dienstag. Und wir können am Telefon auch einen Termin vereinbaren für ein Videomeeting oder für ein persönliches Gespräch. Ähnliches gilt für die psychologische Beratung. Auch da können Termine gemacht werden und die bieten auch in der Regel Workshops an. Ich weiß gerade nicht, wie es im kommenden Wintersemester aussieht, aber da kann man einen Workshop zu Zeitmanagement, zu Prüfungsangst, zu ja, Aufschieben, Prokrastination, sowas gibt es auch oft als Workshop, wo man dann im Kreis von 10, 15 Personen gemeinsam sich einem Problem auseinandersetzt und versucht, damit besser umzugehen. Die erste Anlaufstelle und damit auch momentan ziemlich stark nachgefragt ist der Infoservice Studium, der telefonisch erreichbar ist. Momentan hat man aber tatsächlich Wartezeiten von einer halben Stunde teilweise. Per E-Mail auch zu erreichen ist. Da ist momentan auch mehrere Tage mindestens, bis Sie da eine Antwort erhalten, befürchte ich, denn da sind wirklich tausende E-Mails, die da im Postfach liegen. Dennoch versuchen Sie, Ihre Anfrage zu stellen, wenn es nicht anders geht, na klar. Das Studierenden-Service-Center ist auch geöffnet, jetzt auch wieder von 9 bis 17 Uhr und Freitag von 9 bis 15 Uhr. Dazu ist noch zu sagen, das wäre also der persönliche Kontakt mit dem Infoservice. Zum einen sind dort, die Menschen, die dort arbeiten, sind ständische Hilfskräfte, also die können auch nicht alles administrativ machen. Also sie können ihre Anträge entgegennehmen, aber nicht checken, ob alles da ist, zum Beispiel.
Falls Sie persönlich vorbeikommen wollen müssen, sei noch gesagt, wir haben Hygienemaßnahmen natürlich, die es nur erlauben, dass zwei oder drei Personen gleichzeitig im Gebäude sind. Das heißt, es gibt teilweise ein paar Warteschlangen vor dem Gebäude. Es kann also sein, je nachdem, wann Sie da sind, dass Sie vielleicht draußen ein bisschen warten müssen, bis Sie rein dürfen mit Ihrem Anliegen. Also wenn Sie es irgendwie vermeiden lässt, dann versuchen Sie davon Nachfang abzusehen. Mir ist klar, die Immatrikulationen dauern gerade sehr lange. Das kann auch noch ein paar Wochen dauern, bis die letzten immatrikuliert sind. Aber ich hoffe, wir konnten auch ein bisschen beruhigend einwirken. Die erste so richtig wichtige Frist für die Anmeldung bei platzbeschränkten Kursen ist der 30.10. und auch danach ist noch was möglich. Also ich hoffe, dass man so ein bisschen locker an die ganze Sache rangehen kann. Ja, dann danke ich schon mal soweit für die Aufmerksamkeit und für die Teilnahme und